Einmal Pommes braun-weiß, bitte. Denkt euch, ich habe das Abstiegsgespenst gesehen. Es war Sonnabend am Millerntor und ich kann es nicht verstehen. Weihnachten, Fest der Freude und ich bin positiv gestimmt nach dieser Hinrunde. Ich sehe das Ganze voll im Soll, man ist überm Strich, auch wenn am Ende jetzt 3 Punkte fehlen. Das 2-4 gegen Mainz jetzt wirklich keine so tolle Leistung war. Die Spieler sind jetzt im Weihnachtsurlaub, wir sind auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe schon ein paar Glühwein drin, deswegen auch vielleicht die doch etwas rosarote Prognose. St. Pauli wird die Klasse halten, da bin ich mir recht sicher. Keine Fragen heute, keine 3 Fragen, dafür aber jede Menge Geschenke. Ja, der Sack ist doch reichlich gefüllt. Dann schauen wir mal, was wir da haben. Ein Fußball, der geht natürlich immer. Und noch ein Fußball. Ja, das sind die Bälle für die Außenverteidiger. Rechts und links Flanken üben. Ne? Dann wird das in der Rückrunde auf jeden Fall was werden, wenn die da jetzt noch ein bisschen präziser in die gegnerischen Strafräume reinfliegen. Man soll nicht nur Luxusartikel zu Weihnachten verschenken, sondern auch Geschenke, die Sinn machen, durchaus. Was haben wir hier noch? Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Das ist ein Geschenkgutschein. 30 Stück sind drin. Geht an die Kunden in der Loge am Millerntor, Susi Schober. Falls ihr doch noch mal nach dem Spiel Lust habt, euch anzugucken, wie so ein Fußballspiel läuft. Ist ein Abo von der Flimmerkiste, das ist das Vereins-TV. Login-Daten gehen bis zum Saisonende, also für die Rückrunde. Ja, auch mal ein bisschen Fußball gucken dann. Was haben wir denn hier noch? Ja, na klar, das sind 3 Punkte. Das sind 3 schmutzige Punkte. Die würde ich in der Hinrunde jetzt gerne noch mit aufs Konto draufpacken. Dann wären wir bei 20. Das war das, was geplant war. Das war das, was anvisiert war. Aber ich denke, wir werden auch in der Rückrunde noch den einen oder anderen dreckigen, schmutzigen Sieg dann sehen. Vielleicht dann ja auch unter der Mithilfe von Helmut Schulte, der einen Zauberstab bekommt. Ja, was er sich da zaubern wird. Es ist leider nur ein Wunsch, keine 3. Aber ich denke, das wird dann ein Stürmer werden, möglichst treffsicherer, mit langfristigem Vertrag, ohne Ausstiegsklausel, hervorragender Perspektive. Aber Helmut Schulte, ja, das kannst du dir dann ja sicherlich selber noch überlegen, wie du dir den dann backst. Sprich nochmal mit Stani vielleicht da auch, was der sich so vorstellt. Der hatte in dieser Hinrunde ja auch andere Sorgen und da wären wir gleich bei einem Sorgenkind. Für die Kleinen gibt es ja immer ein bisschen mehr unterm Weihnachtsbaum, deswegen lieber Dennis Naki, ein Wecker und ein Auto, damit du auch pünktlich zum Training kommst in der Rückrunde. Ich hoffe sehr, dass dir diese Geschichten nicht mehr im Weg stehen werden. Denn fußballerisch hast du es doch alle mal drauf und könntest zu einem der Schlüsselspieler vielleicht sogar in der Rückrunde werden. Ich habe da so ein Bauchgefühl, ich gehe da schwer von aus. War es das schon? Nein, das war es noch nicht. Ganz wichtig, gerade jetzt zu Beginn der Rückrunde, wenn es noch ein bisschen kälter wird, lieber Carsten Rotenbach, damit keine Gesäßverhärtung mehr dabei rauskommt. Für die Pause, für die Bank wirst du es nicht brauchen, denn du wirst spielen. Aber für die Pause drunter legen, dann hast du es schön warm und dann verkrampft da auch nichts. War es das? Nee, das war es noch lange nicht. Vielleicht haben wir ganz tief hier unten. Ja, vielleicht haben wir noch mal die Chance beim erfolgten Klassenerhalt, den MC Max rauszulassen. Der wurde ja eingemottet, nachdem er ja, da einen Song publiziert hatte bei Facebook. Das gefiel vielen nicht, dem Verein gefiel es auch nicht. Ich fand es gar nicht so schlecht, ich fand es recht lustig und amüsant. Max Kruse, ein Mikro. Ja, wir warten auf neue Songs. Und mehr ist dann doch nicht drin, aber hier haben wir noch mal verbrieft und versiegelt die Ehrenpräsidentschaft für Corny Littmann. Ich glaube, er hat sich nichts sehnlicher gewünscht und ja, es ist das Fest der Liebe, das Fest der Freude und da will auch ich mich entsprechend gnädig und gütig zeigen und schenke Corny Littmann die Ehrenpräsidentschaft des FC St. Pauli. Eine ganz persönliche Sache noch, die habe ich jetzt nicht im Sack. Es gibt einen
treuen Zuschauer, Volker Stritzke heißt er, kommt aus Bergedorf, ist eigentlich VfB Stuttgart-Fan, aber findet unsere launige Geschichte hier doch ganz nett und schaut da jede Woche rein. Der hat mir eine Mail geschrieben und ja, hat mich mit Lob übergossen, hatte aber auch einen Kritikpunkt, die Jingles. Wenn die Fragen eingeblendet werden, seien zu laut, er hört das immer auf Kopfhörer. Lieber Volker, wir werden den Jingle nicht ändern, aber heute für dich zu Weihnachten, obwohl es heute eigentlich gar keine Fragen gibt, einmal jetzt den Jingle auf leise gedimmt. Fast hätte ich gesagt, das war schon, macht's gut bis ins neue Jahr, ist natürlich völliger Blödsinn. Nächste Woche machen wir noch einen kleinen Rückblick. Und auch heute fehlt noch eine Sache, auch wenn wir keine Fragen machen, die Fritte der Woche ist auf jeden Fall dabei und die kommt jetzt. Zum zweiten Mal schon dabei, bitte nicht wieder wählen. Christian Bönig, Teammanager und Pressesprecher des FC St. Pauli, vor zwei Wochen aufgrund seines Oberlippenbartes zu der Ehre gekommen. Diesmal aber doch recht hart durchgegriffen, hat Thomas Tuchel entlassen, den Mainzer Trainer, nach der 2:4 Niederlage gegen Mainz 05. Eigentlich eine bodenlose Frechheit nach der Rekordhinrunde der Mainzer. Man muss das Ganze aufklären. Das Originalzitat war: Herr Tuchel, ich entlasse Sie. War aber anders gemeint. Thomas Tuchel hatte vor der Pressekonferenz gebeten, dass man möglichst schnell aus Hamburg weg könne, zum Flughafen hin könne, weil man eben noch nach Mainz wollte, den Flieger kriegen wollte. Und ja, nach der kurzen, aber sehr treffenden Analyse, wie ich fand, von Thomas Tuchel, hat Christian Bönig ihn dann mit diesem Zitat verabschieden wollen. Es klang natürlich ein bisschen anders. Alle haben gelacht, hatte was Gutes, schöner Fauxpas. Und so sind alle dann mit einem Lächeln in die Winterpause gegangen. Und genau das sollten wir uns jetzt auch vornehmen für diese Tage. Am Wochenende ist Weihnachten. Ich freue mich sehr, wünsche euch frohe Festtage und bis zur nächsten Woche.